Für die Birspupfer ist dieses Jahr ein Jubiläumsjahr. Die bekannte Guckenmusik feiert ihr 50-jährigen Bestehen. In der Mehrzweckhalle in Tuckigen haben sie am vergangenen Samstag ihr Jubiläumsfest gefeiert. Grund genug, kurz zurückzuschauen. In diesen 50 Jahren haben wir immer wieder mehrere Generationen an Familien in dieser Gucke gehabt. Also auch jetzt momentan. Wir sind 23 Mitglieder. Als ich angefangen habe, vor 19 Jahren, bin ich noch mit dem Vater und dem Grossvater zusammen aktiv in der Gucke gewesen. Und jetzt haben wir doch auch wieder ein, zwei Familien, die Söhne dabei sind oder wo sogar noch Väter und Söhne dabei sind. Und das müssen wir zelebrieren. Das ist eine gute Sache. Pflaumenpfupfer, Furzgucken, Gladiatoren, das sind nur ein Teil der klingenden Namen, die an dem oben ihren ebenso bekannten Kollegen aus Aesch gratulieren. Die Faszination und Freude vom Mitmachen in einer Gucke sind überall zu spüren und der Major bringt es auf den Punkt. Im Vordergrund ist immer die Freundschaft, wir wollen etwas erreichen, wir wollen weiterkommen musikalisch, auch in der Gucke. Das spürt man auch immer, wir wollen etwas zusammen erreichen. Aber es ist halt immer so, eben, dann teilweise spielen die Leute ein bisschen rein, wenn man etwas erklären oder etwas zeigen will, mit einem Register allein. Dann muss man halt schon vielleicht mal zweimal pfeifen und beim zweiten Mal ein bisschen lauter und ein bisschen schriller. Dass die Leute halt sagen, so, jetzt ist der Major oder eben der Musikchef dran. Wir haben einen gewissen Stolz auch darauf, dass wir das machen dürfen, so eine Funktion oder die erste Person, wenn wir da gucken sind, von wegzulaufen, hinten dran kommen dann eben 23 Nasen. Das ist wirklich schon Weltklasse, das ist schon toll. Was sind die Anforderungen, wenn jemand bei der Birspupfer möchte mitmachen? Das Profil ist eigentlich relativ einfach, man muss männlich sein. 17, 18 sollte man schon sein, bei gewissen haben wir es auch mit 16 schon aufgenommen, das ist kein Problem. Musikalische Vorkenntnisse sind jetzt nicht zwingend nötig, immer willkommen, aber auf keinen Fall zwingend. Wir haben eben, wie gesagt, wir haben super Leute, wir haben auch Leute, die wirklich noch nie ein Instrument in der Hand haben und mittlerweile einer der besten Trompetenspieler von Aesch in der Guckenszene ist, sage ich jetzt einmal so. Das Jubiläumsfest leuchtet und klingt in allen Farben und Tönen. Und es ist nicht die einzige Aktion, die geplant ist. Wir haben da schon noch ein, zwei spezielle Sachen angedacht. Im Verlauf des Jahres. Wir haben ja hier das Fest. Wir wollen ein bisschen selber von dem Fest geniessen können. Es soll ja auch unser Jubiläum sein. Deswegen haben wir auch Helferinnen und Helfer. Wo ist da, dass wir auch ein bisschen zur Ruhe kommen, ein bisschen am Fest genießen machen können. Und dann wird sicher noch die Vorfasnacht sein, wo wir uns riesen drauf freuen und die Fasnacht selber. Da haben wir selbstverständlich noch ein, zwei Gäckchen eingeplant.